ausgeschlagen, ausgenagelt, Sicherheit nicht mehr gegeben und es macht auch keinen Spaß. Es schlagt und nagelt und schlagt und nagelt. Nutzt sie fix. Servus, grüßt euch. Ein kleines, schnelles Video zum Thema Anhängmaul. Schaut's mal her. Ausgeschlagen, ausgenagelt, Sicherheit nicht mehr gegeben und es macht auch keinen Spaß. Es schlagt und nagelt und schlagt und nagelt. Hilft nichts. Greifen wir an, bauen wir es aus, schauen wir es uns an, wo es ausgeschlagen ist. Ich habe die Vermutung, die Leher und der Putzen sind ordentlich ausgenagelt. Am liebsten machen wir, der Bolzen war gut und die Leher nur. Oder nur der Bolzen und die Leher nicht. Jetzt schauen wir mal. Bolzen 1. Bolzen 2. Ja, Freunde, der hat es auch geschafft. Schaut euch mal den Bolzen an. Krumm wie Banane. Machen wir alles neu. Ja. Hätte es jetzt wegfallen auch können. Wegfallen kann es nicht, aber es ist halt ausgeschlagen und nagelt und hat einfach zu viel Luft. Ist nervig beim Fahren, wenn der Anhänger immer schirbt und schirbt und das dauernd nagelt und nagelt und nagelt. Ich glaube, das haben viele Oldtimer. Bin ich der Einzige. 220, da sieht man es schön. Ja, er hat es. Stellenweise hat er es. 220. 220. Aber dann auch wieder bloß 21,5. Ja, und machen wir alles neu. Neue Leher, neue Putzen, alles neu. Ja, weil alles ausgeschlagen ist, Putzen, Führungsschienen und auch diese Schienen da, wir müssen die wegbauen. Wegbauen, mit heimnehmen, auf dem Schwarztisch auflegen und anschauen. Ja, ist das so. Ja, und dann, wenn du das angeschaut hast, was machst du dann? Ja, beim Anschauen allein bleibt es nicht. Ja. Dann muss man sich halt eine Idee überlegen, eine Lösung. Aber wie soll es denn ausschauen, im besten Fall? Es sollte einfach nicht mehr nageln. Was? Der Bolzen sollte straff drin sein. Und nichts mehr nageln. Ein größerer Bolzen oder eine kleinere Leher. Irgendwas. Es sollte nicht mehr nageln. So. Gehst du mal weg da. Geh jetzt raus. Gut. Raus. Ja. Die zwei Lochschienen weg. Wäre auch gut weggehen. Wäre gut weggehen. So, Meinungsverstärker. Ja, so, so. Ich hab's befürchtet, gell? Ich hab's befürchtet, dass das ein Scheiß wird. Da hilft nichts. Du musst auf. Führt kein Weg dran vorbei. Gut. Gut geht's. Ganz gut. Ja, ist schon was gegangen? Nein. Nix. Gar nichts ist gegangen.
Gar nichts ist gegangen. Schlagschrauber. Schlagschrauber. So wird das nichts. Ja, kurz meinen Kompressor nochmal aufpumpen lassen. Kompressor läuft. Ich schätze, wenn er wieder vollen Druck hat. Ja, das Handy angezogen. Zach, sehr zach. 24er Welle. Jetzt kriegt er ein paar. Schauen wir. Gewalt ist ab und zu schon eine Lösung. Kriegen wir alle raus. Mach jetzt so, brüllen, Schlagschrauber. Und dann geht's weiter. Eins zu null. Ja. Alles klar. Die Schlitten ausgebaut. Machen wir jetzt sauber. Und dann geht's weiter. Stinkt gleich ein bisschen, gell? Ja, ja, das. Da ist schon Reibung da. Stinkt ein bisschen, ja. Mhm. Das ist der alte Bolzen. 220 mm. Komplett verhunagelt. Machen wir neu. 24er massive Welle. 2 mm stärker. Dann machen wir neue Bolzen. Dann passen die Löcher auch nicht mehr. Die fräsen wir alle auf 24. Das wird gut. Habe ich schon was vorbereitet? Die Bolzen, die Löcher werden alle aufgefräst. Die habe ich schon, da geht's weiter. Schutzbrille. Mhm, wechseln. Schutz. Sicherheit. Wie durch Butter. Wie Butter. 24 mm Fräser. Die Fräser habe ich alle. Also jeden Durchmesser habe ich nicht. Ich habe 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26 und 27. Langt für mich.
Magnet aus, rüberrutschen aufs nächste Loch, anpeilen. Mittlerweile muss ich gar nicht mehr messen, ich habe das schon ein bisschen im Gefühl, das passt. So passt es eh. Magnet ein und dann einschalten. Ein bisschen korrigieren, hat nicht ganz gut passt, leicht korrigieren. Magnet ein, so schaut gut aus. Magnet aus, da drüben auch gleich, da drauf, da runter peilen. Wenn du jetzt verbohrst, auch blöd, oder? Verbohren darfst du nicht, das muss passen. Deswegen 2-3 mm rein, schauen ob es passt und dann erst ganz. Das Gute ist an dem Fräser, du kannst den noch verrutschen, der zentriert sich nicht. Der Bohrer zentriert sich ja immer, der Fräser. Kannst du auch außer der Mitte oder auch noch ein bisschen nachkorrigieren. Hey, das hast du vergessen. Ja, schauen wir, ob ich es gut erwischt habe. Ja, bin ich zufrieden. Nimmt überall was weg. Ziemlich gleichmäßig. Bin ich zufrieden. Ja, zu der Maschine. Ich verlinke es euch. Magnetfräsmaschine. Klein, handlich. Mit Schmierung, Kühlung. Laut ist. Aber stört mich nicht. Einmal frei. Die Lochschiene haben wir gebohrt oder gefräst. Das Anhängmal haben wir jetzt gefräst. Die zweite Lochschiene jage ich auch nochmal alle 24 mm Löcher durch. Und dann entgraten. Dann nehme ich wieder mit und bauen wir es hin. In der Zwischenzeit baue ich mir schnell zwei 24er Bolzen. Ja, kein Hexenwerk. Vorne schöne Fasern noch. Sicherungsloch durchbohrt für den Splint. Hinten einen kleinen Griff und dann bauen wir alles zusammen und dann nagelt da nichts mehr. Von den 24er Wellen habe ich jetzt nochmal den Zunder weggeschliffen, weil Typ von mir, das geht nicht. 24er Fräser macht ein 24er Loch und eine 24er Welle mit dem Zunder, das war fast schon eine Presspassung. Das, ich hätte es reingebracht, aber nie wieder raus. Jetzt habe ich da den Zunder weggeschliffen. Der ist einigermaßen schön gleichmäßig. Das ist rundherum 2-3 Zehntel weg. Jetzt kann es gehen. Das ist schon der neue Bolzen. Den haben wir uns gebaut. 24er Welle. Hinten einfach so Griffel noch geschweißt. Lochbohrt für einen Sicherungsbolzen. Bauen wir hin. Die Schienen, die Lochschienen habe ich schon wieder angeschraubt gescheit. Den Bolzen einfetten. Thank you.
Schauen wir mal. Er ist schon mal gut drin. Der andere liegt am Boden. Fast zu streng. Den schleife ich noch mal ein bisschen was weg. Ja, aber einwandfrei. Spiel 0,0. Aber der ist zu streng. Den nehme ich noch mal 2 Zehntel weg. Dann kommt der da rein. Na, nehme ich nichts weg. Ist schön streng drin. Freunde, schaut mir da her. Luft 0,0. Schaut den Bulldog an. Da wackelt der ganze Bulldog. Keine Luft mehr. So bleibt's. Wenn es mich ärgert, nehme ich noch mal ein Zehntel weg. Aber mehr dran sie. Und was sie dran, bringe ich auch wieder raus. Der dran sie auch. Nein, bewegt sie. Lass ich so. So bleibt's. Gefällt mir selber ganz gut. Materialkosten, die Welle, 3-4 Euro. Die Fräse haben wir gehabt. Und alles andere haben wir auch noch gemacht. Kommentieren, abonnieren, würde mich freuen. Sehen wir uns nächste Woche. Neues Video. Eventuell Reifendrücke. Oder geht's mit dem Reischkipper. Reischkipper Auflaufbremse. Dem muckt ein bisschen. Macht's das gut. Für euch. Ja, fast zu streng. Vielleicht nehme ich ihm noch ein Zehntel weg. Jetzt komm, geh raus. Wir haben jetzt da nicht die Zeit, wenn wir uns da rumirren mit so einem Scheißdreck da. Der hat mir leichter vorgestellt, gell? Ich mir gedacht, die drei Schrauben, die bringen wir da irgendwie raus. Bringen wir nicht. Hast du die beim Restaurieren aufgebracht? Nein. Wie hast du es da gemacht? Dorten lassen. Dorten lassen. Schon war schludrig gearbeitet dann, oder? Wenn du dann da übereinander pinselt hast, so außen rum. Da kann er wissen können, dass ich irgendwann mal so viel Leute anschaue. Bring's nicht auf. Bring's nicht auf. Kann jetzt was anderes auch? Ja, du, wie meinst du? Was anders bohren. Normale Bohrer kann es noch. Die hat jetzt die ganzen Fräser, nimmt es auf und Bohrfutter kann es auch. Normales Bohrfutter. Der Vorteil ist halt darin, du nimmst die mit zum Reisch, 3-Seiten-Kipper zum Beispiel hier, Magnet ein und wo die steht, da steht es. Wenn der Magnet wirken kann. Schau mal daher. Wenn die da Fläche hat, dann geht da nichts mehr. Krass. Die kannst du auch über Kopf oder seitlich mag ich jetzt nicht, weil ich mir denke, dass der Behälter ist der dicht. Ja, da schau her, wenn du da seitlich irgendwas bohren willst, die ist auch nicht schwer. Da schau her, dick. Da kannst du da bohren. Ups, so. Ja, verlinke ich euch. Ich habe die Daten jetzt gar nicht im Kopf. Watt, Drehzahl, Geschwindigkeit, Gewicht. Ich verlinke es euch. Für das optimal. Einwandfrei. Aber bitte nicht nachmachen. Nicht zur Nachahmung geeignet. Ich habe es davor ausgerechnet. Habe ich wirklich. Glaubst du nicht, gell? Doch. 24 mm Putzen, ST37 habe ich genommen, das glaube ich sogar ST52. Ich habe mit dem Schlechtern gerechnet, hat um die 120 kN, 125 kN.
sind 12 Tonnen Abscherwirkung. Also Scherkraft, was er aushält, damit es nicht abschert. 12 Tonnen. Hier 12, hier 12, hier 12, hier 12. 4×12 Tonnen. Und der taut neu. Ja, trotzdem sage ich wieder, bitte macht es nicht nach. Nicht zur Nachahmung geeignet. Ich fahre natürlich jetzt zum TÜV und lasse das nochmal regelkonform begutachten und eintragen. Nein, mach ich wirklich nicht. Ich habe es ausgerechnet, es ist gewissenhaft gearbeitet. Was sollte denn da fein? Ja, packen wir zusammen, fahren wir heim, nicht nachmachen. Ich sage es immer wieder, macht es einfach nicht nach. Egal was ich mache, nicht nachmachen. Selber gemacht Mützen, Online-Shop. Weihnachten steht vor der Tür, wer noch was braucht. Kriegel, Tassen, T-Shirt, Mützen. Schaut's rein, kauft's leer. Für euch.